Der Wiener Opernball ist alljährlich das gesellschaftliche Top-Ereignis des Wiener Faschings. Er findet in der Wiener Staatsoper statt, die an diesem Tag vom Keller bis zum Dachboden geöffnet und betanzbar ist. Und jedes Jahr aufs Neue gibt es Debütanten, die den Ball eröffnen. Die rund 180 Tanzpaare sind das Jungdamen- und Herrenkomitee. Wer dazugehören will, muss strenge Auswahlkriterien bestehen. Wir beginnen mit dem Armheben. Ich bitte. Einige Debütanten kommen aus betuchten Elternhäusern, andere gehören zu den besten Nachwuchstänzern der Welt. Den Zeremonienmeister zufriedenzustellen, ist auch nicht einfach. Sie haben das Lächeln vergessen, meine Damen und Herren, es war schlimm. Die Pflichtproben sind sehr speziell, genauso wie das Publikum. Wir haben im ersten Rang viele Politiker, wir haben den Bundeskanzler, wir haben Banken, hier auf dieser Seite hier den Bundespräsidenten, sehr viele Großindustrielle. Und wenn die das gewöhnt sind, dass sie im ersten Rang oder im Parterre sitzen, dann erfüllen wir den Wunsch natürlich auch im nächsten Jahr wieder. Pünktlich um 21.45 Uhr eröffnen die Debütanten den Wiener Opernball. Ein gesellschaftliches Großereignis, für das man tief in die Tasche greifen muss. Einfache Eintrittskarten kosten über 200, die teuersten bis zu 20.000 Euro. Über mangelnden Zuspruch kann sich der Wiener Opernball trotzdem nicht beklagen. Im Gegenteil, er ist ein enormer Wirtschaftsfaktor für die Stadt Wien. Und er ist auch ein Exportschlager in New York, Dubai und sogar Kuala Lumpur soll es mittlerweile einen Wiener Opernball geben.